Die Umsetzung des Europäischen Kodex für elektronische Kommunikation wird eine gigantische Aufgabe sein für den Deutschen Bundestag. Und nach meiner Auffassung wird es so aussehen, dass die Grenzen, die wir bislang haben zwischen Festnetz und Mobilfunk, zwischen den Inhabern von Infrastruktur und den Anbietern von Dienstleistungen etwas mehr verschwimmen werden. Es wird ein nahtloser Übergang geben.